So, zurück sind wir. Das ist das erste Bild, was wir sehen von dem Spiel. Wer kann jetzt schon raten, was es ist? Wahrscheinlich keiner. Was aber nicht schlimm ist, ich werde sofort zeigen, welches es ist. Wir spielen auf Deutsch. Das ist nämlich leichter gerade zu übersetzen. Müssen wir nicht übersetzen, müssen wir einfach nur vorlesen. Ein Spiel, was ich mir wirklich Ewigkeiten gewünscht habe und immer Bammel hatte, es zu spielen. Ganz ehrlich, habe ich keine Ahnung, was ich hier da einstellen soll. Laden. Clover. Dekikam Miaka, wenn ich richtig gelesen habe. Vor langer, langer Zeit, in einer kleinen Ortschaft, die als Kamiki bekannt war. Entschuldigung. Der Ort war von wunderschönen Kirschbäumen umgeben. Jeder dieser Kirschbäume wurde als Gott verehrt. Das ist wie mit den Maulbeerbäumen bei, Dingster. Trotzdem hatte das Dorf Kuon, aber auch seine dunklen Geheimnisse. Um den Appetit von Orochi, einem gefürchteten Lindwurm, zu befriedigen, wurde ihm jedes Jahr eine Jungfrau geopfert. Mit einem Körper wie einem Berg und 8 Köpfen aus Hälsen mit der Größe von 3 Baumstämmen, seinen blutroten Augen sollen die Macht gehabt haben, jeden zu verfluchen, der sie erblickt. Niemand wagte der schrecklichen Bestie nicht zu gehorchen. Ja, worauf lasst ihr euch nur immer ein in den Storys? Als die Nacht der Opferung näher kam, erschien ein mysteriöser Wolf außerhalb des Dorfes. Dieser Wolf hatte ein Fell so weiß wie Schnee und wurde Shiranui genannt. Die Wölfin hielt ein wachsames Auge auf jeden, der die Stadt verließ, und patrouillierte regelmäßig nachts auf den Straßen. Die Leute glaubten, sie wäre eine Vertraute von Orochi. Orochi. Irgendwann kriegen wir das hin. Mit den Namen. Ein Dörfler nahm seinen Mut zusammen und stellte sich der furchteinflößenden Shiranui. Überleg gerade, Shiranui, kann das sogar weiße Wölfin heißen? Der Krieger Nagi versuchte seine viele Male, die Wölfin zu stellen. Aber seine Versuche schlugen aufgrund Shiranuis Klugheit fehl. Lange bevor die Nacht des verfluchten Festes bevorstand, kündigte ein weißgefiederter Pfeil das zu bringen Opfer an. Den Himmel überquerend versenkte der Pfeil seine Spitze in einem Dach des Hauses von Nami, dem schönsten Mädchen des Dorfes. Nami heimlich liebte, war erzürnt über das Zeichen. Entschlossen, Orochis Treiben ein Ende zu setzen, ging Nagi anstelle seiner geliebten Nami in die Höhle der Bestie. Die Mondhöhle, ein Ort so finster wie das Böse selbst, diente Orochi als Zuhause. Als Nagi mutig vor dem Eingang stand, erschien die Bestie mit blutrot glühenden Augen auf 8. Sich? Was? Erschien die Bestie mit blutrot glühenden Augen auf 8? Sich? Schlängelnden Hälsen. Achso, jetzt macht's Sinn. Man sollte zu Ende lesen. Orochi stand in seiner
ganzen Größe vor, begierig auf ein weiteres Opfer. Nagi schwang mit unglaublicher Eleganz tapfer sein Schwert. Er schwang sein Schwert immer und immer wieder in der finsteren, mondlosen Nacht. Aber Orochis Haut war wie aus Stahl. Die Klinge verursachte kaum einen Kratzer. Ich dachte, er schwang die ganze Zeit nur wie so ein Bescheuerter, aber kam ihm nicht näher. Nach einem langen, harten Kampf war Nagi schließlich am Ende seiner Kräfte und fiel auf seinen Knien wie ein Sack voll Reis. Es geht aber anders. Er wusste, dass er den Tod ins Auge blickte. In diesem Augenblick erschienen die Wölfin. Als ob sie Nagi beschützen wollte, stand sie Orochi gegenüber. In der Finsternis der Höhle leuchtete der Pelz der Wölfin. Es war Shiranui, die Wölfin, die in der Nähe des Dorfes lebte. Zähnefletschend ging sie auf Orochi los. Orochi drehte seine schrecklichen Köpfe und entblößte seine Fänge. Die beiden Bestien kämpften wild entschlossen in der Finsternis. Erschreckend und mysteriös ging das Spektakel weiter. Shiranui beschwor heilige Winde, um Orochis Flammen zu kontern. Das wird noch interessant, wie wir das machen sollen. Ich habe nämlich so gar keinen Plan von der Spieltechnik hier. Wie gesagt, ich spiele es das erste Mal. Als Orochi auf Shiranui zuschritt, die scharfen Klauen bereit, wuchs plötzlich ein Baum empor und schützte die Wölfe. Shiranui kämpfte tapfer, um die Oberhand zu gewinnen. Doch Orochi, geschützt durch eine mystische Macht, war nicht so einfach zu bezwingen. Shiranui, von Wunden bedeckt, ihr majestätischer Pelz färbte sich rot vor Blut, stand erschöpft vor dem mächtigen Orochi. Orochi sah seine Chance einen. Ihr solltet das nicht mitten im Satz machen, das ist doof. Angriff zu starten, der die Entscheidung bringen würde. Aber Shiranui weigerte sich, so einfach aufzugeben. Mit ihrem letzten Rest an Stärke blickte die Wölfin in den Himmel und entfesselte ein mächtiges Geheul. Plötzlich verschwanden die dunklen Wolken vom Himmel. Das Licht von oben spiegelte sich auf Nagis Schwert wie ein Hoffnungsschimmer. Von seinem Schwert geleitet, stand Nagi, der sich in den Schatten versteckt hatte, voller Stolz im Angesicht seines Widersachers. Seine gesamte Kraft in seinem erschöpften und vor Angst zitternden Arm lenkend sprang er mit gezückter Waffe vor, grimmig auf Orochi zu. Das goldene Schwert tanzt in seinen Händen, als wäre es ein eigenes Wesen. Ein schrecklicher Kopf nach dem anderen wurde seinem Besitzer abgeschlagen. Orochis geschlagener Körper brach. Das ist mehr gerade Erzählung als Story, es tut mir leid. Ach, als Playing, es tut mir leid. In einem See seines eigenen Blutes zusammen. In diesem Moment war der Fluch, der die Dorfbewohner so lange plagte, aufgehoben. Und als der Kampf vorbei war, schien die Sonne wieder am Himmel. Jedoch war Shiranui von Orochi vergiftet worden und röchelte. Nagi nahm das Tier in seine Arme und kehrte heim nach Kamiki. Als sie das Dorf erreichten, bewegte sich Shiranui nicht mehr. Der Dorfälteste streichelte sanft den Kopf der Wölfin. Als Antwort gab Shiranui nur ein heiseres und erbarmungswürdiges Jaulen von sich. Dann schloss das Tier seine Augen, als ob es schlafen würde.
Der Frieden war endlich wieder in das Dorf Kamiki eingekehrt. In Erinnerung an Shiranui's heroische Tat errichteten die Dorfbewohner einen Schrein mit einer Statue der Wölfin darin. Nagis Schwert wurde Tsukuyomi genannt und in die Mondhöhle gegeben. Die Dorfbewohner sahen einer friedlichen Zukunft entgegen. Wie auch immer, das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Da ist mehr an der Geschichte, als die meisten Leute wissen. 100 Jahre sind vergangen seit Nagis und Shiranui's Heldentaten. Es passierte alles so schnell, dass niemand im Dorf auch nur irgendetwas davon merkte. Oder es zu spät war, etwas dagegen zu tun, meint ihr? Ist das jenes legendäre Schwert? Ist das Tsukuyomi, jenes Schwert, das den gefürchteten Orochi besiegte? Nein, das kann nicht sein. Es ist nur eine Legende, nichts als ein Ammenmärchen. Huch, der Controller vibriert. Das sollte ich vielleicht ausstellen. Jetzt habt ihr Scheiße gebaut. Oh, er, der Macht sucht. Er, der meinen Fesseln löste. Sprich die Worte. Ich wünsche Finsternis über die Welt. Sprich dieses Gebet zu mir und entfessle meine Macht. Tu's nicht. Was passiert, wenn er es nicht tut? Der Ladebildschirm ist übrigens cool. Eine schreckliche Tragödie kam plötzlich über das Land. Aber ein Dorf schien dem schrecklichen Flug zu entgehen. Die kleine Siedlung von Kamiki genoss den Schutz eines heiligen Baumes. Hier beginnt die richtige Geschichte. Du bist Baumgeist Sakuya. Wie ärgerlich. Es ist genau wie die alte Prophezeiung vom Untergang. Was hat nur all dieser Unheil verursacht? Wir müssen schnell handeln. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Meine Kraft hat über die Jahre, in denen ich dieses Gebiet beschütze, nachgelassen. Mir verbleibt nicht mehr viel Zeit in dieser Welt. Du bist der Baumgeist? Amaterasu, jetzt ist es an der Zeit. Wir haben deine Kraft niemals dringender gebraucht. Lasse dein göttliches Licht auf diese besudelte und unreine Welt erstrahlen. Lasse deinen himmlischen Strahlen unser aller Hoffnung werden, während du uns leitest. Amaterasu ist die Sonnengöttin, war das nicht so? Okami Amaterasu.
Ah, diese göttliche weiße weiße Licht. Solche Schönheit und Reinheit. Das einzige Wesen, das zu einem solchen wundersamen Spektakel fähig ist, ist niemand anderes als unser aller Mutter und der Ursprung von allem Guten und unsere Amaterasu. Wie wunderbar zu sehen, dass der Retter, dessen mutiges Opfer den bösen Dämon vor so langer Zeit verbannte, sich nicht verändert hat. Dein Erscheinen, nachdem du so viele Jahre als Statue verbracht hast, erfreut mein Herz. Da muss ich ein bisschen weinen. Shiranui anscheinend auch. Oder sie ist sehr müde. Oder er. Ja, es war eine Wölfin, also sie. Amaterasu. Erblicke den Himmel über dir und nimm den Zustand des Himmels, aber seitdem du aus unserer Mitte verschwunden warst, unterlag die Welt bösartigen und verschlagenen Bestien. Ja, ich krieg die Story leider nicht zusammen mit Amaterasu. Tut mir schrecklich leid. Sie verwüsten unser schönes und ehrwürdiges Land, Nippon. Also Japan. Nippon ist Japan. Aber noch nie zuvor waren die Umstände so schlecht, wie genau in diesem Augenblick. Bitte setze deine Macht ein, um die Finsternis zu bannen und diejenigen zu bestrafen, die uns Böses wollen. Und meinen Controller endlich aufhören zu vibrieren. Aufhören lassen zu vibrieren, so. Was ist das? Hat sich da etwas in meinem Kimono verirrt? Muss sie lachen? Oh, hehehe. Anscheinend ja schon. Ich sehe jetzt erst, dass ihre Brüste ziemlich frei hängen. Puh, was zum Himmel? Was ist das? Du schon wieder. Oh, bist du bekloppt? Mensch, für so ein kleines Wesen machst du aber einen großen Aufstand. Ich habe doch nur versucht, die Konversation ein bisschen interessanter zu machen. Das ist alles. Hat super funktioniert, würde ich sagen. Hast du wieder in meiner Kleidung geschlafen, Laus? Laus, ich habe dir schon tausendmal gesagt, du sollst mich nicht so nennen. Ich bin ein wandernder Künstler. Echt? Zeig mal Kunstwerke. Mein Name ist Isum. Wandernder Künstler Isum. Ich werde dir zeigen, wie großartig ich bin, und es wird nicht mehr lange dauern, bis du dich beschämt vor mir verbeugst. Wie gesagt, zeig was. Okay, das reicht. Hast du das gezeichnet von Sakuya? Nun, was denkst du? Sogar noch besser als das Original, nicht? Naja, in einigen Teilen zumindest. Was ist mit dir, Fellknäuel? Du siehst irgendwie niedergeschlagen aus. Eigentlich siehst du irgendwie vertraut aus. Jetzt hab ich's. Du siehst aus wie diese Statue von Shiranui. Wow, was glaubst du, was du da machst? Bist du verrückt? Ja, ein hübscher Kerl wie ich sollte niemals mit Wolfssaber beschmiert werden. Du wirst es bereuen, dich mit dem großen Isen angelegt zu haben. Die Betonung liegt auf groß, oder? Ich meine jetzt mit seiner Körpergröße. Entschuldigung, ich bin selbst klein. Bring mich nicht dazu, mein geschätztes Schwert, Denkomaru, gegen dich einzusetzen. Was ist das für ein knurrendes Geräusch? Und warum ist es auf einmal überhaupt so dunkel? Oh, große Göttin Amaterasu, ich habe mit der Macht, die mir verblieb, das Dorf Kamiki beschützt. Das Dorf existiert weiter.
Ihre Seele sind in meiner Frucht eingeschlossen. Ihre Seelen, Entschuldigung. Schneide sie ab und das Dorf wird wiedergeboren. Was genau sollen wir abschneiden von dir, bitte? Ich vertraue dir vollkommen. Ich weiß, du wirst uns alle auf den richtigen Weg führen. Nur deine unglaubliche Macht kann das Leben in dieser Welt wiederherstellen. Der Baum ist wieder normal geworden, was? Dieses Mädchen, Sakuya, hat ihr echt eine Menge komische Zeugs erzählt. Die Seelen der Dorfbewohner, eingeschlossen in einer Frucht. Das ist die Frucht, von der die Kleine gesprochen hat. Okay, nichts aus ihr schneiden. Gut. Die Kleine sagte, wenn du sie abschneidest, dann wird das Dorf wiedergeboren. Wir können auch lesen. Vielen herzlichen Dank. Aber es ist unglaublich hoch. Wenn du nicht irgendeine Art von Superkraft einsetzt, gibt es keine Möglichkeit, da ranzukommen. Diese Finsternis ist nicht wirklich bedrückend. Es kann eine Menge passieren, während man ein Schläfchen macht. So, als allererstes müssen wir das mal eben ändern. Okay, ich muss die Steuerung lernen. Ich habe, wie gesagt, 20 Minuten oder so gespielt. Ich weiß noch, bis zu welcher Stelle. Wo sind wir? Es ist auf einmal so schrecklich still. Ich kann mich nicht an einen Ort wie diesen erinnern. Im Dorf erinnern. Nur wir sollten lieber unsere Augen offen halten. Du kannst dich mit dem rechten Analogstick umgucken. Die L1-Taste ändert deine Perspektive. Junge, machst du einen hilflosen Eindruck? Bist du sicher, dass du das packst? Ja. Sieht aber schön aus. Da kommen wir her. Warte, das ist ein Ursprungsspiegel. Man sagt, wenn dein Spiegelbild auf der Oberfläche des Spiegels erscheint, werden deine Erinnerungen für alle Ewigkeit in dem Spiegel gespeichert. Ein Speicherpunkt also, okay. Nun, um es einfach zu sagen, hier kannst du speichern. Aber versichere dich, dass du hast, was du brauchst, um zu speichern. Ich spreche von einer Memory Card. Ja, ja, Dummerchen. Und lass mich dir einen kleinen Rat geben. Speichere oft und in viele verschiedene Spieldateien. Dann kannst du immer zurück, wenn du mal irgendwo nicht weiterkommst. Man muss halt gut vorbereitet sein. Danke bin ich immer. Besonders während du noch die Grundlagen lernst. Das war's nicht. Das war's auch nicht. Ah, die Taste war's. Okay. Natürlich speichern wir auf 2. Wie immer. Lust der Himmel. Was? Seht ihr diese Töpfe an, die warten doch nur darauf, kaputt gemacht zu werden. Graben sie einfach, vielleicht ist ja etwas Interessantes drin. Drück die Viereck-Taste, um sie mit deinem Kopf zu rammen. Ja. So geht das, meine pelzige Freundin. Das kannst du immer machen, wenn du etwas Zerbrechliches siehst. Sobald wir feststellen, dass es zerbrechlich ist, gerne.
Das meine ich. Haben wir alle? Nein. Das waren alle? Das waren alle. Huch, was war das? Ah, wir haben eine Karte. Okay, sehr schön. Wow, warte mal, Philknoll. Fahr dir mal das rein. Was? Diese Truhe sieht doch sehr interessant aus. Lass sie uns mal anschauen gehen. Dort hochzukommen sollte ein Kinderspiel sein. Drücke die X-Taste, um zu springen. Dann drücke die X-Taste noch einmal, um einen Wandsprung zu machen. Wandersprung. Drücke die Taste fest, damit du auch wirklich hochspringst. Nein, das war die falsche Taste. Ah. Ah, geschafft. Ich wusste, dass du das kannst. Man sagt, das Glück kann an hohen Orten gefunden werden. Also halte deine Augen offen. Wie war das? Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde? Wir sind aber ein Wolf. Wir wollten uns doch keine Schätze durch die Lappen gehen lassen. Na? Ja, sorry. Erhalten heiliger Knochen S. Wofür ist das denn? Amaterasus Lieblingssnack. Gibt 3 Einheiten Solarenergie. Okay. Und wir können Tonpferde kaputt machen. So, sind die. Nein, sind sie nicht. Okay. Hat sich erledigt. Sieht so aus, als wäre die Brücke kaputt. Müssen wir da jetzt rüberspringen? Das sollte nicht so schwer sein. Amaterasu, oder? Ja, oder Shiranui. Weiß nicht, auf welchen Namen ich jetzt eher höre. Das ist ein bisschen lang. Mach es dir etwas aus, wenn ich dich Emmy nenne? Doch, das macht mir was aus. Bitte nenn mich Amaterasu oder Shiranui. Hör zu, Emmy. Hast du schon einmal von den Geistern des Pinsels gehört? Gute Pinselarbeiten. Also ab hier kenne ich das Spiel übrigens nicht mehr. Haben ihre eigenen Seele, zumindest sagt man das so. Gucke einfach hin, es würde zu lange dauern, das zu erklären. Ein Bild erklärt mehr als 1000 Worte, stimmt's? Manchmal ja. Gut, wie machen wir das?